so viele Leute bringen sich nur um, weil krass. Krypto und alle Götten raufgestürzt sind. Immer gut diversifizieren, immer probieren zu verstehen, was ihr möchtet. Von den Koffer, von den Boom, von den Opa, der von Bitcoin schwätzt. Ich will direkt meine Suche verdoppeln. Souveränität über die eigene Energieversorgung ist immens wichtig. Die DZB ist in einem riesen Dilemma. Wir haben uns aber seit der Corona-Krise massiv weiter verschuldet. Die Immobilienpreise, das muss sich irgendwie stabilisieren. Man möchte Geld glücklich. Ja. Willkommen zurück bei der Gülle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Überich und ich bin heute Mann. Tom Bosseler. Ein Thema, das uns ganz stark interessiert, das Investieren, Finanzwelt. Und wir haben heute Gast, der wird das hoffentlich ein bisschen mehr durchfunktionieren können, der Jeffrey Drouy. Merci, dass du kommen darfst. Merci, dass du kannst. Also ganz kurz, so wie wir es verstanden haben, du bist Banker, du gehst ja. Econews beim RTL, du gehst auch Kuren zu Wealth Management auf der Uni. Ja, das zu ist, Lille und zu Paris. Das heißt, du weißt, worüber du schwätzt. Schaffen, ja. Für wie hast du dann dazu gekommen, dass du Kuren auf der Uni gehst? Mal mein alle, also ich bin kein Professor, ne, weil wenn ich Professor, das ist dann automatisch dann ein Doktorat wird. Das ist mein alle Prof an den Obligationen, die haben mich gefragt, ob ich kein Kuren gehen. Und das ist natürlich ja. Ah, fu. Voilà. Aber wie machst du das? Wie oft gehst du hin? Oder ist das online? Also das ist ein Masterkurs, das ist zu Lille und zu Paris, gehe ich den selben Kurs. Das sind just 24 Stunden am Ganzen, ne? Also ein Kurs. Und dann, ja, dann schaust du alle Retouren, ich gehe 4 Stunden an und nähen und so weiter. Okay. Das ist, voilà. Cool. Du nicht extrem viel Zeit an, weil mir Zeit angeholt hat, war den Kurs zu gestalten selber. Ah, ja, ja, stimmt. Voilà. Ja. Das ist, wie gehst du da hier? Ich bin Bücher geholt, Sachen geholt, zusammengeschnitten. Ja. Das ist ja über mein Beruf, das ist, weil das war nicht extrem kompliziert. Das für mich, ich mache einfach cool über das, was ich am Anfang mache. Gut, so ein bisschen Theorie dran sind. Ja, Bücher und andere Sachen. Willst du ganz kurz vorstellen, wie du dazu kommst, oder was du genau musst, für das die Leute besser wissen, was dein Profil ist? Was mein Background ist, also schon Finanzen studiert, schon Ökonomie studiert. Dann bin ich bei einer Lützburg Bank arbeiten gegangen. Dann bin ich bei der nächsten Lützburg Bank arbeiten gegangen. Seitdem ich arbeite ich an der Bank privé, ne? Wealth Management oder Private Banking. Ein bisschen derselbe Term aus. Ich berate Klienten, Privatpersonen. Für Investitionen zu machen. Die aber High Net Worth von? Ja, also es hängt von auf, wie ein High Net Worth immer definiert. Okay, ne? Ja. Mehr, du gehst nur nicht aus, ja. Zwei Büro. Das hängt davon auf. Ja, okay. Ich bin eigentlich persönlich froh, das, was du so Finance studiert, was auf der Uni gelehrt hast. Wie viel mehr hast du am Berufsleben gelehrt? So, also eine gute Basis und dann. Also ich muss sagen, ich habe 2 Unien gemacht, ich habe einen Master in Straßburg gemacht und dann habe ich einen Master noch eben auf der Uni gemacht, wo ich als Prof arbeite. Der eine Uni nicht ganz viel, auf der andere Uni ein bisschen mehr an der Praxis. Das war ein Master, der viel mehr praxisorientiert war. Da haben wir auch mit Bloomberg geschafft und so Sachen, mit Programmen, die ich auch kann anwenden. Ich gebe so natürlich viel mehr am Berufsleben. Ne? Also, das ist normal, das bei allen Studien so. Ja. Cool. Und wo hast du angefangen, also du nicht bei welchem Patron, sondern so bei welchem Departement? Oder mit immer an der Bank privé. Okay. Also schon von Anfang an. Das ist das in dem Departement, ja. Du hast nicht noch einen Erdeel? Kann ich einen Erdeel zwischen den größten von Klienten. Okay. Das kann in einer Deal enttäuscht so ein Geografiken. Das ist viele Banken haben ein Nordic Desk, ein Lützburgischen Desk und ein Das ist das am Funk, effektiv Klienten kommen beide mit Geld, aber wollen durchaus mehr Geld machen. Ja, idealerweise, ja. Okay. Wie geht das dann? So, jumping right to it. Na ja, nee, also das ist. Bank definiert irgendein Säu, ob das eine Bank oder eine andere Bank ist. Und dann entweder geht den U-Geschwert, kann ich noch bei der Bank kommen.
Und dann können sie sich entscheiden, was für ein Modell ihr will, ob ihr will einfach just ein Konto bei einer Bank und dann das selber gerieren, ob ihr will beruhigen gehen oder ob die Bank soll die ganze Responsabilität für die Investitionen erholen. Wie kann die Bank die ganze Responsabilität holen? Weil, wenn ihr seht, du hast selber keinen Input mehr, das heißt, du siehst einfach... Also ich gehe dir zu und dann du musst du machen? Genau, ja. Ah, okay. Ja. Okay. Ja. Für darum definieren die natürlich noch ein Risikolevel, wie viel Risiko will ich holen. Sind ich extrem aggressiv, das hängt auch von verschiedenen Sachen auf. Wie viel Experience habe ich, wie viel kenne ich davon, wie lange sind ich schon dabei, wie lange kann ich investieren. Ein Junge hat mehr langen Horizont d'Investissement wie ein älteren. Das hängt von ganz vielen Faktoren auf. Dann nur den Risikolevel, dann ähnlich den sich ein bisschen auf den Modus operandi, so ein Schlummer, was ich will machen mit der Bank. Und da kann von den Investitionen hier losgehen, Bank Privé oder Wealth Management, also aber viel mehr. Das heißt, da sind am Anfang auch juristisch Fragen, die können geklärt gehen. Da sollen helfen mit Krediten, da sollen helfen mit ganz einfachen Sachen, auch wie am Retail Banking, am Agencenreseau, mit Karten oder mit so Sachen. Das heißt, das schränkt sich nicht mehr auf Investitionen, Wealth Management. Wie funktioniert das da genau? Könnt ihr beide, den sehe ich schon 2 Millionen, die ja. 1 Million, die schon... Oder du bist schon Client genau. Bei einer Bank. Und dann kriegst du Sachen für gehen oder kannst du da persönlich freestylen? Nein, also all Bank oder all Family Office oder Institution, die hat eine Strategie d'Investissement, ne? Das ist die nur verschiedene Risikogruppen noch angedeelt hast. Ne? Okay. Das ist so, dass es von ihnen extrem aggressiv will investieren, dann kann ich bis zu 100% Aktien machen. Von ihnen aber nur an der Mitte, da kann ich vielleicht nehmen bis zu 60% Aktien machen. Und die Bank, die reguliert das dann, dann wird ein bisschen ein Komitee von Experten, die dann zusammen können, die sehen, hey, mehr Silo positiv, mehr auf Aktien an den USA, Aktien an Japan. Du willst, machen wir das nur Rupp oder Hof oder mehr oder Männer oder Obligationen mehr oder Männer. Das hängt von der Hof. Du kannst nicht schiedfrieren, egal was machen ja. Mit seinen Klienten. Okay. Das ist textreglementiert. Du hast nicht frei, Edlo. Wenn du meinst, du hast gut daran zu investieren, da so nicht dem, der soll daran investieren. Hängt von der Hof, ob es doch für die Bank okay ist. Ne? Also, du hast immer Spielraum. Und dann hängt natürlich auch noch immer davon auf, was für ein Modus eben noch der Client gewählt wird. Ne? Aber aus sich muss ich schon da strikt Sachen halten, was die Bank vorgehen hört, nicht, dass irgendein Ugestalten noch, egal was man mit den Suche für Client, weil das ist aber trotzdem ein ganz wichtiger persönlicher Sache. Ne? Ja, klar. Suchen. Okay, komm mal schwätzen, wo kann ich überall dran investieren? Also, es gibt Aktien, Obligationen, hast du geschwätzt, es gibt Fonds. Zähl einfach all die verschiedenen Szenen ab. Puh. Also, ja, oder ist so einmal, was ich kann. Es gibt Kunst, du kannst an alles investieren, was es auf der Welt gibt. Ne? Also, für mich, also die große Sache eben Aktien, Fonds, das geht ja ein bisschen Hand in Hand. Obligationen, wie du siehst, dann Immobilien, mit das dann ist ein bisschen etwas anderes. Dann hast du Gold und so weiter. Und dann hast du neuerdings Krypto und so weiter. Nee, also du kannst ETFen. Wenn du siehst Gold, du kannst an alle Commodity, die du genau. der Welt gibt, investieren. Du kannst an Kaffee, Öl, Gold, an alle Edelmetall, das ist egal. Du siehst Fonds, du kannst auch an Obligationsfonds investieren, an Fonds mixed, ne, die Aktien und Obligationen und noch andere Sachen. Kannst du auch an Private Equity und strukturierte Produkte investieren. Erklären kann kurz Private Equity. Ja. Das ist nur nicht für euch als kleinen Tom Bosler kann investieren. Da denkt du von auf, wie klein oder größte was mehr. Ja. Also Private Equity normalerweise, du gehst nicht europäische Regulationen, die so in wen darf an Private Equity investieren und wen darf nicht an Private Equity investieren. Für Privatpersonen und für Unternehmen. Das heißt, wenn eine Privatperson, die sollte schon etwas davon kennen, du schaust davon, dass das sollen sophistikierte Investisseure sind, das ist dann auch mit Minimuminvestimenten verbunden und das ist dann auch damit verbunden, dass es nicht darf, ein bestimmtes Pourcentage von dem Portfolio
übersteuern. Auf welchen Lasten? Dann haben es die Servers schon klar protegiert gegen verschiedene Abühen. Okay. Auf welchen hast du den Mindestbeitrag? Ah, das hängt vom Produkt auf. Voilà, das geht als extrem risikoreichen Investment auch gesehen. Das heißt, Private Equity, wieso ist Private Equity? Weil dann Firmen investiert oder Projekte investiert, die nicht vielleicht um Marché Publik zu haben sind. Ja. Das heißt, wir können auf der Börse an Sachen investieren, aber all die Sachen, die da können auf der Börse oder Unternehmen investieren, repräsentieren vielleicht nur 15-20% von den Unternehmen, die weltweit gehen. Ne? Die meisten Unternehmen sind nicht auf der Börse. Ja. Also. Aber nicht vom Wert her, oder? Also, da ist aber die Größe hier meistens all. Ja. Okay. Ja. Das gibt auch Beispiel, das Saudi Aramco, ne? Das war, das ist ja die wertvollste Unternehmen von der Welt gewirscht. Da war es Apple, ich weiß nicht mehr, wer gerade ist. Das ist der saudi-arabische Ölproduzent. Das war eine Firma, die war aber nicht auf der Börse. Okay. Ja. Mhm. Und die hat aber für ein paar Jahre auf die Börse gegangen, hat auch just minimale Prozentsatz von der, vom Ownership auf die Börse beruht. Aber für die war die nicht auf der Börse. Mhm. Also es gibt schon staatliche Unternehmen, die nicht auf der Börse sind, die auch groß sind. Ich war das so der Vierteil für sie, dass sie einfach zu und drüber wundern. Ja, sie wollen drüber verfügen. Ne? Mhm. Wenn es nicht auf die Börse geht, dann muss doch keine Information in den Publikpreis gehen. Natürlich in Elon Musk auch noch. Oder wie ist es mit Tesla? Die wollte Twitter abkaufen und dann Twitter privat machen. Ja. Das ist, dann muss er keine Informationen mehr über Twitter preisgeben. Mhm. Ich muss nicht mehr so, wie viel der Revenue ist, muss nicht mehr so, wie viele Leute in Twitter, muss ich für keinen mehr rechtfertigen. Mhm. Ja. Sozusagen. Ja. Aber war das der Vierteil, wenn es die Firma auf der Börse ist? Ja, du kriegst Suen. Geld, ja. Du kriegst Suen für den Projekt zu realisieren. Du hast Porsche zum Beispiel das Woche auf die Börse gegangen. Mhm. Die brauchen nicht unbedingt Suen, wir brauchen aber Suen für vielleicht hier Elektrifikation für uns zu treiben, die Technologie. Das war der Hauptgrund, wo sie gesucht haben, wieso sie auf die Börse gehen. Du gehst nicht 911 Millionen Aktien zu kaufen, das ist wie 911 das Modell. Und voilà, das ist die Suen, die kann dann die Firma benutzen für andere Sachen, für die Business für uns zu treiben. Mhm. Philipp, kannst du mir gefallen, Mann? Denk von auf Fahrt. Maschine wie ein Feuer, dann ich kann einen Chauffeur gebrauchen. Scheiße, dein Taxi-Chauffeur. Und sowieso, ist dein Auto dann nicht bei AXA versichert? Ja, am Anfang Chauffeur, wa? Man, an der Autosassurance von AXA hast du den Joker-Taxi mit dran. Wo du dreimal am Jahr kannst du anrufen und dann schicken sie dir ein Taxi, wenn es nicht mehr am Zustand passt zu fahren. Ah, das ich war gut zu wissen, dass du mehr sind mit drei Kollegen, oder? Aber das ist ganz schlimm, weil den Kollegen, die können auch mal am Taxi mitfahren und die gehen dann bei sich daheim aufgesagt. Ah, cool. Was sind dann die Sachen, wenn du siehst, dass du einen, den da guckt, den hat so mal 2000 Euro, die will investieren. Was kann ich damit machen? Krypto. Der will unbedingt über Krypto schwätzen. Wir können ganz gerne über Krypto schwätzen. Ich schwätze nicht kurz drüber. Also, wenn du sagst, einen Rutsch, den ganz jung aus und will lang investieren und den Suche vielleicht nicht direkt braucht und auch ein Revenue hat, den konstant ist, da gibt es schon Uroden an Indexen regelmäßig zu investieren. Muss ich natürlich Ausdauer haben, ne, wenn es drauf geht, gerade so wie wenn es drauf geht. Aber auf Long Term dann an Indexen investieren, an Ökonomien, wo ich Vertrauen dran hat. Okay. Mhm. Aber das ist dann die Meinung zu Krypto? Ja, Krypto, das ist ein großes Wort. Ne? Es sind auch viele Sachen geschieht. Mhm. Krypto geht seit 2008 ne, offiziell, wo mein Stand Bitcoin entstanden soll sein. Ich meine, für pure Ära am Krypto-Bereich, eine Ära, so Cypherpunk-Ära, wo dann wirklich Leute wollten die Welt verändern, an einem Sinn, ne, eine dezentralisierte Währung schaffen, und dann wissen alles, was du nur kommst, oder nicht alles, was du nur kommst, also ich kenne noch immens viel interessant
Krypto- oder Token-Projekten. Aber viele Sachen, wo du noch kommst, sind, war dann relativ viel Spekulationen, die dabei kommen. Also, muss man mal so ausdrücken. Es sind, an der Frage, was das meine Meinung zu Krypto, sie kennen Krypto-Atheist, sind aber auch kein Krypto-Evangelist. Das ist ein bisschen an der Mitte. Ich meine, dass interessante Sachen gehen. Ich habe auch selber Krypto, die ganz Basis-Sachen. Ich meine, es gibt viele Sachen, die geschieht sind, mit Terra Luna, der Crash, der geschieht ist, insgesamt auf der Buchse, mir auch dann noch mehr schlimm im Krypto-Bereich, die schon tragisch sind, wo viele Leute suchen, verloren. Aber ist das am Anfang nicht unlogisch? Weil es ja immer gesagt, dass weißt du, wenn die traditionelle Wirtschaft crasht, dass Bitcoin dann am Anfang der Gegenpol wäre, dass das da gave, gut funktionieren. Und dass ja am Anfang lo weiß, am Anfang die Situation das aktuell, dass das nicht der Fall ist. Ja, was ich meine, dazu gibt ein paar Sachen zu sagen. Das war lo eine Ära eben auch bis lo vor der Pandemie, wo viel Junker dran investiert und wo die Spekulation war. B-Mol sind dann auch institutionell Investoren dabei gekommen. Das ist, ich weiß nicht, ob du davon hören hast, MicroStrategy oder so Investoren, die haben dann B-Mol 250 Millionen Dollar auf Bitcoin investiert. Da B-Mol sagt, Tesla, sie geben Bitcoin akzeptieren, demnächst noch nicht so lange hier. Das ist, B-Mol war so ein Mainstream-Movement oder die Hoffnung, es wäre ein Mainstream-Movement für Krypto. Die ganzen Zeiten, als nicht Krypto nicht wirklich als Payment benutzt gehen, das muss man so sagen, oder Bitcoin als Payment benutzt gehen, und wo dann eben den Marschis-Crash auf der Börse geschieht ist, was man die Investisseuren, sie wollen als sich das rausverkaufen, als sich das, was am riskantesten ist, und die haben da ganz viel Krypto eben verkauft. Und das hat dann zu Crash gefordert, zusammen mit verschiedenen Abühren, nicht Kreditplattformen am Krypto, die bankrott gegangen sind, wie auch Terra Luna, das bankrott gegangen ist, oder das nicht bankrott gegangen ist, aber das auf null Ruf gegangen ist, wie den Founder logisch geht, was relativ komplex war, was auch reelle Auswirkungen hat auf München. Ich denke, bei Terra Luna zum Beispiel, da sind. Da war Südkorea, das ist ja Südkorea entstanden. Da hat Polis müssen Leute auf so einen Brick schicken, wo immer Selbstmorde begangen sind. Weil sie wussten, so viele Leute bringen sich nur um, weil Krypto und alle Götten raufgestürzt sind. Und es hat ungefähr 20 Leute sich allein, wenn es dem Crash von Terra Luna umbrüten. Krass. Heavy. Ist das immer eine Sache zu tun. Und der andere Sache, die Gesundheit von den Leuten. Ja. Aber am Anfang kann ich noch so ein Museum sich auch für drin informieren. Also Sachen investieren. Ja, das ist ja auch dumm. Absolut. Sein ganzes Geld dann an so ein Kryptowährung. Nee, das verrückt. So sie auch B-Mol mit dem ganzen NFT gedessen, sie auch B-Mol Sachen abkommen, wenn sich gesagt hat, das ist schon gut, keine Ahnung, was das ist. Leute tun einfach nicht mehr komplett aleatoire und Währungen und Tokens investiert, an der Hoffnung, sie giffen rupgehen, ohne wirklich zu verstehen, was das überhaupt da handelt. Mit das ist ja auch zum Beispiel, du zurück auf Aktien zu kommen. Das ist pure Spekulation. Genau. Ja. So Warren Buffett so, sieht ja immer, so, dass sie nicht an Kuren investiert, mehr investiert an Firmen. Das ist wirklich so eine Firma, in der ihr gelebt, wo ihr versteht, was sie möchte, was der Business an drin ist. Genau, du investiert dran. Und hier ist ja am Anfang der Kontra. Also, du investierst an der Hoffnung, dass es da rupgeht, ohne haben drin was zu wissen. Was pure Spekulation ist, ohne zu wissen, was überhaupt dann drin ist. Also ich verstehe viele Sachen gar nicht. Von dem ganzen Krypto, ich habe mich auch nicht immens rangeschafft, nicht, dass ich meine, ich wäre der größte Krypto-Skeptiker. Sind ich gar nicht. Ich kenne immens viele auch Lützeburg interessante Firmen, die im Blockchain-Bereich schaffen, die Immobilien tokenisieren. Super interessante Projekte. Ja, schön, dass du selbst das gute Tat, dass das schon die Kritiker sind. Das ist just B-Mol von der Koffer, von dem Boom, von der Opa, da für Bitcoin schwätzt. Von egal was für Währungen oder Projekte oder Scams gegründet gehen, von NFTs, von irgendetwas für Millionen verkauft gehen. B-Mol denkt sich, boah, das ist doch.
es gibt zu viel. Und dann zum Schluss gehen immer die, die keine Ahnung haben, die natürlich am meisten wollen. Und die verlieren suchen. Und aber wie ich für so, das wird real auswirken. Ja. Und also, wenn nun Banken anfangen, Angst für Krypto so. Ich meine nicht. Ich meine nur nicht, dass die großen Banken Angst sind. Ich habe immer gesagt, die größte Bank, das ist JP Morgan, das ist Jamie Dimon, die sind immer so extrem skeptisch vis-à-vis von Krypto. Die möchten auch immer so Statements, dass die Krypto nicht gut finden, am Resümee. Ich meine nicht, dass irgendwie die Krypto-Banken Angst haben für Krypto. Ich meine, dass das sich ganz institutionalisiert. Aber was ich noch gesehen habe, dass das ein ganz dezentralisiert Finance, also auch teilweise zentralisiert, gehen auf pure große Börse wie Coinbase, die dann auf den auf Börse auch IPO gemacht haben, auf pure große Player, pure große NFT-Marketplaces. An eine Adoption von den Banken, von Krypto-Portefeuillen. Das heißt, egal was geschieht, müssen aber Regulationen an der sein, die auch genauso Geldwäscherei bekämpfen am Krypto-Bereich wie mit normalen Fiat-Währungen. Ja. Wenn es lo engem Sommer gäbe, wo ich komme, so mit 100.000 Euro, und ich gäbe, ich frage mich, so, ist sie ein bisschen risikoavers oder neutral und auch mehr nicht mega friedlich? So, was sie Sachen, die du mal gesehen hast, wo du jetzt schon Index angeschaut mit 100.000 Euro, was können die so machen? Weil es geht nicht nur für eine Immobilien zu investieren, weil zu Lützeburg ist natürlich immer die Immobilien macht, das, wo ihr seht, ja, das ist der Garant. Aber bon, das ist wohl und das ist ein anderes Thema für sich. Aber was gibt es eigentlich so heute? Das hängt davon ab, was deine Präferenz ist. Ne? Das heißt, ich probiere schon immer, den Männern seine Präferenz mit ausspielen zu lassen. Ne? Das heißt, müssen sich auch immer wohlfühlen bei den Investitionen. Wenn es extrem risikoavers ist, dann ist ein balancierten Portfolio von nicht nur Aktien wohl besser, wie just Aktien zu kaufen. Ne? Das heißt, dann sind sie ja überall geklommen. Natürlich gehen auch Obligationen, Staatsobligationen oder Obligationen von Unternehmen, die auch Rendement bringen, die zwar noch immer viel unter der Inflation sind, die nur im Moment aus. Aber natürlich musst du dich da ganz breit aufstellen, erstens diversifizieren. Warren Buffett hat sozusagen immer Diversifikation, das für ihn, den nicht versteht. Aber trotzdem geht in davon aus, mittlerweile ist Diversifikation ganz wichtig, als für Privatpersonen zu investieren. Und dann ein guter Mix aus Obligationen an Aktien. Und vielleicht dann auch im Privaten trotzdem auch Immobilien vielleicht dran zu haben. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen dran zu haben. Mit einem guten Mix aus Obligationen und Aktien. Am Moment ist es ja wirklich nicht gescheit, zu einem Kunden zu haben. Mit der ganzen Inflation, also was kann ich machen, wenn ich sich gut nicht auskennt? Wenn ich gut weiß, was ich soll machen, da geht. Will ich mich aber schützen, weil ich weiß, dass die Inflation und ich schon so viel 1000 Euro kommt. Was kannst du da persönlich machen? Wenn es aber nicht genug so nur für Leute bei dich zu kommen. Ja, also der soll nicht genug so für bei mich zu kommen. Es gibt immer Finanzberater für alle ja, wollen Sie nicht bei Finanzberater gehen? Also all Banken, all Bank, die am Retail Banking aktiv ist, die hat trotzdem Beratung für all Genre von Montagen, die ich fand. Ne? Die Beratung ist schon relativ wichtig. In dem Fall für den aber nicht. Und auch Experience, für den nicht selber verschiedene Fälle habt, weil ich noch selber unerfahrenen Investors. Hast du ein paar Beispiele von Fallen? Oder so war die falsch, man? So was Leute schon gemacht haben? Das verschiedene Frequenzen, ne? Wenn in irgendeinem Trend nur lebt, wie zum Beispiel am Krypto-Bereich. Wenn ich Gewalt sehen, privat zuhören und alles. Du raschest, weil das an dem Moment, nur drehst du das immer einfach. Das ist nur einfach für mich zu sagen. Das war ein Fehler, ne? Nur drehst du das immer einfach. Aber wenn in irgendeinem Trend extrem null ist, weil die immens gehypt ist, das geschieht relativ oft.
wenn den meint, so ein FOMO zu kriegen. Und dann probiert er den Zug abzuspringen. Das ist ganz gläfisch, weil ich meine, es gibt eben etwas verpassen und dann zu viel zu sehr investiert. Mhm. Aber wie ist es gerade mit der Inflation heute zu Lützburg und überall auch ein bisschen? So, wo geht das hin? Und ja, ein Ökonomieprofessor sagt immer, wenn der Staat weiß, dann gibt es nur eine Insel leihen. Und nicht heiß sind. Nein, wir haben eine Inflation in Europa, die ist relativ extrem. Und eine Inflation weltweit, die natürlich den Leuten ganz viel Sorge bringt und auch den Finanzmärkten ganz viel Sorge bringt. Hier in Europa ist es einfach verschärft. Wieso? Weil wir hier immens viel von Energie abhängig sind. Energie, die durch den Krieg auch immer mehr teuer geht, künstlich verknappt geht. Und das spielt eigentlich ganz schlimm an die Inflation mit. Da sind Länder in Europa, also wenn ich nur mal mehr aufhängig wie andere Länder, Frankreich ist da durch den Atomzentrale Männer aufhängig wie in Deutschland. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz gefährliches Spiel, wo am Gange sind Gouvernementer massiv sich zu verschulden, für massiv anzugreifen an die Leute, respektive den Unternehmen und der Wirtschaft zu helfen. Deutschland, gestern als Nouvelle-Commerce, die Inflation. Wenn man in diesem September guckt, im Vergleich zum September vom letzten Jahr, 10,9%, das ist natürlich schon Besuchnis erregend. Und dann denkt man, Deutschland mesuren ergreift für 200 Milliarden für den Gas- und den Elektrizitätspreis zu plafonieren für die Leute. Und das ist schon massiv ergriffen, die da momentan am Ausland geschehen. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern das ist in Italien, in Großbritannien sind sie. Ganz schlimm um an. Und heute letzte Woche haben wir das ja auch den Tripartit-Akkord, der geschieht, dass das ja auch eine Deckelung von der Elektrizitätspreise und auch von den Gaspreisen, die nur noch können plus 15% Druck kommen. Das ist ein Verständnis, Frau. Ja. Inflation ist ja effektiv, dass Geld mehr wert wird und groß. Aber wenn der Staat hilft, an dem es angreift, an dem es zum Beispiel so, ganz viel so aus, also Staatsausgaben erheischt, dann wird dann nicht Geld noch mehr wert. Das hat nicht dann weißt du, so ein Teufelskreis. Ja, doch, das kann ich so sagen. Ich muss gucken, wie greift den an? Die Staaten das besser und schlecht gemacht. Was zum Beispiel ein gut Beispiel, dass zum Beispiel in Großbritannien tut, der Staat will die Energiepreise kappen, das ist plafonieren, und dann haben sie aber Taxen so viel raufgesetzt. Okay. Und das hat aber komplett den Marché umbrüht, den Pound als immens gefallen. Wieso? Weil das allgemein an der Ökonomie unerkannt ist, wenn die Taxen noch mehr senkt, wenn mehr Suen da sind, wenn mehr Suen da sind, gehen auch mehr Suen ausgehen, aber wenn die ganzen Inflationszirkel sich noch mehr, oder die Spirale noch mehr echauffiert. Ne? Das ist das am Anfang konträr, was er soll machen. Wenn du heute zu Lützburg guckt, dann sieht man sich, wieso die Inflation geschieht. Man hat es auch durch die hohen Energiepreise. Aber wenn man die probiert zu deckeln, da gibt es auch Kritiken dazu, dann hält den ja am Anfang preisteuerst für den Endkonsument raus. Das ist plafonniert den. Ja. Das tut natürlich einen extremen Coup für den Staat, den sich da massiv muss verschulden und noch nicht richtig weiß, wo der nur hingeht. Ja. Sie sehen einfach, der Gas hat zuletzt plus 15% plafonniert, Elektrizität ist los schon, bei null low plafonniert, ohne zu wissen, wo lo wirklich richtig hingeht. Mhm. Ne? Mehr auch die Staatsausgaben. Die Staatsausgaben, ja, und das wollte ich besuchen. Ja. Du hast komplett recht, da gibt es noch Kritiken, dass die ja aber trotzdem an Privatwirtschaft fließen. Das ist ja nicht so, dass in das kein Kappen und das war es. Das ist die fließen doch schon an Privatwirtschaft. Heute zu Lützburg geht aber nur nicht die Lützburg-Ökonomie, die man da abgepumpelt, aber das geht ja raus, weil das Energie verbauen kann. Und ich wollte noch verstehen, wie geht die finanziert? Geht die dann nicht auch vom Steuerzahler finanziert? Ja doch, der Staat muss Schulden machen. Dass sie dann am Anfang von einer Tag an die anderen, ne? Also, ja, ich glaube, okay. Das ist
überdrohen an Zukunft. Mhm. Okay. Muss Schulden machen. Ja, wir machen Schulden, wir machen massiv Schulden. Über 1 Milliarde wird gesucht. Ne? Und das ist von einer Tasche und die andere. Die Steuerzöller bezieht indirekt. Mhm. Protegiert aber die Leute momentan an. Staat greift oft an, ne, an dem Modell, wo wir haben, für eine Situation besser zu machen. Ne. Das ist ein bisschen das Modell, das wir haben. Das ist relativ normal. Und das ist aber komplett richtig, an dem du siehst, ja, das ist von einem Tag an die anderen. Das ist für uns alle auf frühere Generationen, alle schuld. Ja. Also immer auf frühere Generationen. Ohne das zu bewerten. Ja. Den Euro ist ja mittlerweile mehr wert als ein Dollar. Oder wie ist es gerade im Moment? Ja, es war im Moment gekommen, wo den Euro leicht unter den Dollar gefallen ist. Lo misst den Euro trotzdem leicht drüber sind, meine ich. Lo gerade, ja, lo ist 0,98 Dollar. Ja. Okay. Das ist was das für Konsequenzen für unsere Wirtschaft, wenn den Dollar lo landet aus dem Euro? Ja. Also, sag ich mal, wieso ist der Dollar so stark? Das tut. Drei Gründe. Erstens wird die Federal Reserve, das ist die Zentralbank von den USA, Zinsen sehr gehoben, wie lo in den Eurozone. Das ist die Federal Reserve an den USA, aus der Leitzins 3 bis 3,25. Hier in Europa, die Eurozone, aus der Leitzins 1,25. Die Nation Europa gegangen. Ja. Okay. Das ist das mehr attraktiv, kriegt ihr mehr Zinsen, das möchte eine Währung. Ein bisschen mehr begehrt. Mhm. Zweitens ist den US-Dollar ist ein bisschen eine Refugien-Währung. Das heißt, wenn Krise sind, wenn Taxi-Märkte ausstürzt sind, dann geht historisch, weil viele Sachen an Dollar bezahlt gehen, Gold und auch die Energiepreise, weil auch viele Schwellenländer Dollar benutzen, dann wird Lokalwährungen immer an Dollar gewürzelt und dann geht den Dollar bei so Krisen. Ich stark, das okay. War immer so, dass das Tumor-Lore im Henker gesehen. Und dann drittens war den Euro immens schwach gehen, weil wir eben Proximität von dem Krieg schon. Weil als Ökonomien auch werden durch eine Leute und das dann antizipiert gehen. Direkt Konsequenzen für uns geht es mit teuer für die USA in Vakanz zu gehen. Ja. Für die Amerikaner geht es mit billig in Vakanz zu gehen. Ne? Das ist immer vice versa. Ja. Für Unternehmen, die Häuser, die müssen Sachen abkaufen aus den USA. Oder Sachen abkaufen, die müssen an US-Dollar bezahlt gehen. Die gehen natürlich mit teuer. Ja. Die müssen das dann an den Endkonsument weitergehen. Und da findest du mal auch, da entsteht dann auch eine Inflation. Und dann vice versa. Ja, für die geht es mit billig. Die Multinationalen, die Sachen an USA verkaufen, die freuen sich natürlich, weil die gehen an Dollar bezahlt. Für die, also dann, die kriegen dann mehr ein höheres Revenu, weil sie an Euro basiert sind. Und dann noch vom vice versa, also das ist immer ein zweischneidig. Das ist ein zweischneidig Sache. Insgesamt ist die Ökonomie noch nicht ganz gut, dass den, also der Euro soll noch nicht ganz gut, dass den Euro so nur und den Dollar rauskommen muss. Du hast ja gerade erklärt, dass eben den, von den Lizen der Hedge geht, da geht die spezifische Währung eben abgewertet. Was wäre dann, ja, dann wir, ja. Weil, ja. En gros, wäre dann sinnvoll von der EZB auch den Lizen zu Hedge noch mehr stark oder? Ja. War das du den Downside? Das ist ja die große Frage. Also die EZB ist ja in einem riesen Dilemma. Auf der einen Seite will sie Zinsen erhöhen, wie auch du sagst, für die Inflation zu bekämpfen, weil sie wollen die Luft aus dem Syrien-Schaufelment, den an der Ökonomie aus herausholen. Auf der anderen Seite bei den Ländern mit riesigen Staatsverschuldungen, und das ist zumindest Italien am Moment, die drittgrößte Ökonomie an der Eurozone, durch die Verschuldung mich schwer geht, für zurückzubezahlen. Ne? Das heißt, all Prozentsatz, die wo die Europäische Zentralbank den Lizenz so absetzt, all Basispunkt, geht dann der italienische Ökonomie immens weh. Okay. Weil die Schuld dann mit teuer muss zurückbezahlen. Okay. Hallo, ein klein Klammer, rein idealistisch wäre ja am Anfang die langfristige Lösung für, dass wir nicht mehr so aufhängig sind als Europa oder als EU von Gaspreisen und von fossilen Energien, weil die Inflation, die wir haben, die ist ja dadurch begründet, eben durch OPEC und durch Russland. Gell?
Ja. Okay. Ja, ich gebe schon so, ja. Das ist rang, also ich verstehe, das geht noch nicht von Haut auf. Ja. Rang langfristig geschwart, rang idealistisch geschwart, wäre das auch mit ein Teil von der Lösung. Absolut. Okay. Die eigen Souveränität, die wird die eigen Energieversorgung als immens wichtig. Mhm. Das hat die USA schon viel darüber erkannt. Und die Europäer haben sich aber durch immens aufhängig gemacht. Das ist immer gut, das retrospektiv zu sehen. Ich hatte da noch nicht viel im Krieg so phrasiert, aber Europa hat sich immens aufhängig gemacht von Drittländern, inklusive Russland, wie in der Nebel gesagt. Und das ist schon ein Riesenproblem. Ja. Mhm. Aufgesehen von der energetischen Transition, die wir brauchen, für den Klimawandel zu bekämpfen. Ja. Ja. Und wie gut oder wie schlecht, ich meine, ist da gut, steht Lützeburg vis-à-vis von den anderen Europa-Ländern im Moment zu. Ich war gut davon, ne? An der. An der Ökonomie. Als Staatsverschuldung, ja, ich war gut. Ja, genau, ja, als Staatsverschuldung, das war auch eben der größte Debatte. Wie viel soll mehr ist dann nur verschulden? Ne? Als Beispiel Italien ist bei über 150% von ihrem PIB. Aber das Ziel 6% oder wie viel hast du schon mal? Ja, 6%. Genau, ja, der Maastricht-Aufkommen gesagt, dann für eine Gesamtverschuldung 60% soll sein und dann pro Jahr 2-3% soll sein. Lützeburg aus 30% gewischt und nur mit dem Mesurepack von der Tripartit geht gesagt, dann gehen sie vielleicht über 30%. Weil das wichtig ist, das geht dann an der Lützeburger Politik debattiert. Mhm. Weil ich gut, also du hast es gerade, ich gut von meinem Eco-Prof eine Statistik gewesen und war just Estland für in Lützeburg. An der Eurozone. An der Eurozone, ja. Genau. Also Männer Staatsverschuldung. Das ist doch die ganze Krise gerade, das handeln wir ziemlich gut, oder wie? Am Vergleich. Ja, wir sind natürlich aus einer Situation gekommen, wo wir sowieso eben historisch dann weit unter den anderen waren. Mhm. Wir haben uns aber seit der Corona-Krise massiv weiter verschuldet. Es gibt nicht Leute, die sagen, das ist gar nicht schlimm, wir können das noch weiter verschulden bis 100, 150, 200%. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist immens wichtig, so tief wie möglich zu bleiben. Mhm. Du schäden sich die Geste. Also ganz kurz Parenthese, Nils. Ja. Ich habe in einem anderen Podcast kurz den Begriff Modern Money Theory aufgeschaut. Ja. Und ich sehe lo zum Schluss kommen, wenn es andere Profen auf der Uni, dass da dann von diesem Konzept ist und dass die Realität ja aber echt ist, dass alle Staatsausgaben, die kommen von den Steuern. Also, ja, also Modern Monetary Theory, MMT, ne? Das ist ja am Anfang auch größtenteils die Überlegung, dass der Staat soll den Monopol haben über die Herausgabe vom Geld. Genau, ne? Das von hier ist, der Zentralbank sieht direkt noch mehr Geld, dann direkt Zentralbank mehr Geld. Genau, und das hat am Anfang keine Konsequenzen, hat, und dass du kann Fiskalpolitik betreiben, für Inflation zu bekämpfen oder zu akzelerieren. Genau, du holst ja immer Japan mit ihrer Superinflation als Paradebeispiel. Weil hier Ökonomie aber noch funktioniert, obwohl sie ein über 200% Verschuldung haben. Und das ist nicht super Inflation, also super Verschuldung. Der Begriff, den ich beigebracht habe, gut als super Inflation. Okay. Egal. Also so mal super Verschuldung. Ja. Die aber noch funktioniert, trotz der extremen Verschuldung. Ja, und wie gesagt, das war auch Prof von der Uni an einem anderen Fach, wo ich dann mit einem Prof darüber diskutiert und der sagt mir, ja, mit Realität als aber nicht die Donation, also flott Konzept, mit Realität als aber ein Staat muss sich irgendwie finanzieren. Mhm. Ja, auch, also ich habe den letzten Podcast natürlich geguckt, ne? RNDB, aber auch mit der MMT, das regelt nicht froh, wie viele in sich der verschulden. Das ist just ein Konzept, dass der Staat darf so allein rausgehen und das kann und soll beeinflussen, ne, indem nur auf einem ökonomischen Zyklus in sich befindet. Das regelt aber nicht froh, wie weit der in sich verschulden. Wir hatten eine Periode, wo ganz viele Länder, zum Beispiel Deutschland, die mal immens fiskal konservativ waren, die sollten heute zum Beispiel an der Euro-Krise, ne, wo Griechenland immens viel verschuldet war, so Deutschland, da müsste ein im besten Fall eine Austeritätspolitik betreiben, für den für die Schulden so niedrig zu halten, wie nicht mehr möglich. Du nutzt sich aber
auch Deutschland ein bisschen hat einen Sinneswandel in den letzten 10 Jahren, lassen wir mal so sagen, weil die Zinsen so tief waren, dass die gemeint hat, ja, so ein Schuld, so ein Wegschuld, ist dann auch wiederum nicht so schlimm, weil wenn die Zinsen so tief sind, wenn die Zinsen auf Null sind, dann kann er ja auch Schuld machen, wenn er just eine Inflation von 1-2% hat, dann geht die Schuld ist insgesamt höchst proportional immer mit klein und das auch so billig durch zu refinanzieren. Ich meine, Lützeburg, wo die Zinsen auf Null waren, respektive Minus waren, die haben sich auch mit negativen Zinsen refinanziert, Lützeburg, weil den AAA-Status. Das ist, da war ein bisschen ein Sinneswandel, logisch sei denn aber an einem inflationären Environment, wo die Zinsen hochgehen, dass dann die Staaten aber Probleme haben, wenn Bemol, wenn Bemol Verschuldung so hoch ist. Ja. Italien, lo hat die Europäische Zentralbank ein Problem, kann nicht Zinsen heben und am Anfang MMT machen, weil ein Land wie Italien sonst vielleicht ihre Ökonomie sozusagen explodieren gibt. Was gibt dann da geschehen? Also was ja, das größte Risiko ist ein Default vom italienischen Staat. Ne? Das ist ein absolut größte Das ist vor der Tisch, das ist immer, wenn sie attenden, wie viel gibt DZB Zinsen draufsetzen und wenn die attenden nur überschraubt gehen, ne, auf der Buchse, wenn einmal Christine Lagarde sieht, haben wir erhöhen Zinsen, die Lizenz um 2%, dann fallen italienische Staatsobligationen furchtbar rauf. Ich bin noch nicht ganz böllig, weil Jüdfrey in die Welt losgehen, weil Jüdfrey fährt, Italien geht vorhin. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja, das ist eine schwere Situation für die USA. Das ist eine ganz schwere Situation. Ja. Das ist eine ganz schwere Situation für die USA, für all die Länder. Das ist, und das ist ganz komplex für Europa. Ne? Weil man die einen Staaten und die anderen Staaten und das war schon bei der Finanzkrise, bei der Euro-Krise so. Und das weiß ich nur rum nach einem an dieser Krise, an dem inflationären Environment, wo wir uns befinden. Können wir auch ein paar über Immobilien heute zu Lützeburg schätzen? Wie, also schon hören, dass lo am Moment also es schwer für die Leute Prä bei einer Bank zu kriegen, für etwas zu kaufen. Ja. Wie, das heißt, indirekt gehen Preise auch irgendwie von den Immobilien ein bisschen hoch, oder? Weil. Ja, also, was ich auch gesehen habe, dass, wie gesagt, die Europäische Zentralbank das knapp dann aber trotzdem dazu und hat Zinsen hochgesetzt, nicht die Lehrzins. Das heißt, auch die Banken, die auch lehnen dann bei der Zentralbank und die geht einer Privatperson dann den Kredit und der Kredit ist dann mit teuer. Ne? Das heißt, früher konnte ich vielleicht um x Prozent lehnen gehen mit einem Tor und den ist einfach just mehr hoch. Dadurch. Und die geht immer mehr hoch, weil die Zentralbank immer mehr seine Touren erhöht. Dadurch geht es immer mehr schwer zu lehnen. Natürlich sind 130 extrem teuer, heute zu Lützburg, das ist natürlich etwas anderes. Aber dadurch gehen Kredite aus sich immer mehr teuer nach einem Jahr. Was logisch ist, dass, ja, dass wir insgesamt in Europa gesehen so eine Nullzinspolitik wie DZB, die die letzten 10 Jahre quasi hat, das hat die Immobilienpreise immens in die Luft getrieben, heute zu Lützeburg extrem verschärft durch verschiedene Spezifizitäten, aber überall in Europa. Ne? Das war zu Lissabon, so wie zu Paris, wie zu Mailand, überall in der Eurozone, wie zu Lützeburg oder Amsterdam. So. Das war nicht rein Lützeburg-Phänomen, sondern doch immens verschärft aus zu Lützeburg und auch eine Problematik aus zu Lützeburg. Aber ja. Wie kann denn die Problem da lesen, als eine rein finanzielle Sicht? Ja, die Immobilienpreise, das muss sich irgendwie stabilisieren. Und das wird sich auch wahrscheinlich nur allein durch die verteuerten Kredite holen. Ich lasse mal unsoweit lehne ich mich aus dem Fenster. Das wird nicht mehr so weit an die Leute gehen, die nächsten Jahre, wie das lo bis lo an die Leute gegangen ist. Weil eben der Mond Männer geht, weil Männer Leute können so viel Leine gehen. Was relativ logisch ist. An den USA haben wir das schon gesehen, am letzten Quartal sind die Immobilienpreise zurückgegangen. Okay. An den USA. Puh. Ja, von den Leuten, die just in der Limit waren, die können keine Prämie kriegen, oder? Ja, von den Leuten geht es zu lernen, und dass sie just in der Limit, dann natürlich Leute eine dramatische Situation. Und dann gibt natürlich die Leute, die einen Tor fix haben, du hast dann den Tor angelockt,
dass da kein Problem mehr. Die Leute, die ein Tor variabel haben, die, die Leute die natürlich zu einem gewissen Degré drinnen, weil das geht dann mehr teuer für den Tod, für den Nombre zurückzubezahlen. Es gibt also auch da solche Leute, die da immer nicht mehr zurückzahlen können. Und da müssen sie. Bestimmt, ja. Ja. Am Anfang Tor fix für sich auch gewonnen. Ja. Moment, ja. Ja, ne? Also retrospektiv. Kriegen da Lohr noch einen Tor fix? Ja, natürlich. Und ja. Lohr. Und das ist viel mehr teuer dann. Okay. Und das ist nicht mehr so billig wie für rund 2-3 Jahre. Das ist so ein Tor Moment. Das hängt, wie gesagt, also geht eine Lizenz von der Zentralbank und dann möchte alle Bank geht lehnen, davon sind noch verschiedene Cashen, die man da verbunden und dann darüber möchte die Bank nach einem Köder einen Marsch, die sie sich schuld. Okay. Die, ich kann da nur nicht zu, hau das X, das ist sowieso nichts, woran nicht. Das hängt von Bank zu Bank auf. Und das ist fortement um Lizenz orientiert. Ne? Wen desideiert dann die Sachen am Anfang auf der Bank in Lützburg, die zum Beispiel mehr investieren in das oder den Zinssatz also das? Wie sind die Leute da desideren? Den Zinssatz aus der Europäischen Zentralbank? Ja, aber ich meine an der Bank spezifisch. An der Bank? Also das ist das Management von einer Bank, den das desideiert. Ihr seht, wir brauchen so viel Marsch oder so viel Marsch. Okay. Ja. Oder seht, als Investitionsstrategie aus dat oder dat, so kommen Experten zusammen vom Management von der Bank und so, und das ist das. Das ist nicht anders wie bei allen anderen Unternehmen, die desideiert, wie viel sein Preis ist. Das möchte ich noch interessieren, Gabe, das ist ein anderes Thema. Wie sieht ein Dach von seinem Private Banker aus? So, kannst du das ein bisschen beschreiben? Weil das ist ein Beruf, der mich extrem interessiert, wo ich aber am Anfang nicht genau weiß, außer dass du mit Klienten nach telefonierst für einen Podcast. Nein, aber einfach, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, das, ich meine, es sind ganz viele Kontakte, ne? mit Klienten. Das ist nicht ein Beruf, wo ich sich ein Projekt guckt dann den ganzen Tag den Exit, dann dort wo schafft, ne, schafft den aktiv mit den Klienten. Die ist auf der einen Seite, muss ich gucken, wie entwickeln sich Finanzmärkte, wie entwickeln sich Kredite. Und musst du das auf dein eigenes Gefühl oder hast du Vorgabe von deinem Patron? Nein, du gehst natürlich schon von seinem Patron informiert. Ne? Das ist das ja unmenschlich. Du siehst freien seinen Kopf, seinen Zopf kochen zu lassen. Ja, da gibt es schon Viergaben, da gibt es Leute, die dich dann auch informieren darüber, die just das machen, Investitionen. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen mehr, da ist das auch Betreuung für Kunden, um Kunden zu machen, Verträge aufschließen, viel Telefon entgegenzuhören. Also wirklich nur im Klient, ja. Genau, nur im Klient, die ganze Zeit mit dem Klient schwätzen. Auch nicht viel Ahnung von einem, den du einfach primär besuchen wird, wie du nicht. Ne? Ich meine, du brauchst auch eine neue Kreditkarte, du willst aber investieren, du hast aber auch vielleicht eine Entreprise nebenbei, du hast vielleicht auch noch andere Immobilien am Ausland, die komplexe Steuersachen kommen noch dabei, du brauchst Kredite. Wenn ich zum Beispiel eine Firma aufmache, kannst du mir doch bei irgendeinem helfen? Ich könnte bestimmt helfen, aber ich persönlich betreue keine Firmen. Okay. Ja, keine klassischen Firmen, die eine reelle Aktivität tun. Wenn du ein Velosgeschäft abmachen, dann gebe ich so ein, du persönlich wahrscheinlich auch nicht richtig. Okay. Schau das Gruppetto. Ja. Genau. Okay. Hier geht das zu. Auf wie viele Klienten heute ist an der Moyen? Das hängt davon auf. Also, da gibt es keine Richtlinien. Okay. Das hängt von der Bank auf. Okay. So. Das ist dann echt speziell festgelöst. Das ist aber noch absahnisch, das wie Investmentbanking. Ja, Investmentbanking ist absahnisch, ja. Investmentbanking ist auch ein immens breiter Begriff. Investmentbanking, das ist so viel M&A, das sind verschiedene Art der Sachen. Okay. Private Banking fällt nicht an den Investment oder Wealth Management fällt nicht an den Investment Banking. Okay. Aber wie gesagt, das sind immer alles Begriffe. Ja. Und wie in der Herr nur dehnt, das hängt von dem auf. Aber normalerweise Investment Banking ist etwas anderes wie Private Banking. Ja, natürlich. Das ist schon. Okay. Schon eine ganz andere Frage. Und zwar möchte Geld glücklich.
Das ist ganz gut. Da so auch, ich hatte so vor auf der Uni, das Economics of Happiness. Und da wird dann geguckt, wie glücklich sind die Leute auf einem Land. Probieren die dann so zu chiffrieren, an dem Land sind sie so glücklich, an dem Land sind sie so glücklich. Und dann fort war, ja, ich meine, von den Sachen, die ich gesehen habe, ich konnte nicht so kommentieren, das ist immer jemand persönlich sagt. Die Antwort war, dass es eine positive Korrelation da zwischen ökonomischen Environment, wo den Leuten immens gut geht, von den Süden hier, par rapport zu anderen. Ich weiß, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder oder auch Länder, wo relativ wohlhabend sind, immens gut an dem Ranking aufgeschnitten hatten. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel Costa Rica zum Beispiel ganz, ganz, ganz gut aufgeschnitten hat, die an denen sie dann gesagt haben, das hängt immer zusammen, dass Costa Rica so progressiv Mesuren hat, auch im Environment und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht nehmen, mehr für eine positive Korrelation zwischen Mesuren und mehr Glück. Ich komme wer bis zu einem gewissen Grad und dann genau, ja. Riecht sie einfach an seinen Deckel. Und dann ja, das kann ich mich schon erinnern, dass bis zu einem gewissen Grad geht. Das hängt dann immer zu dazu beschwert, dann natürlich mehr höch wie an einem Schwellenland oder so. Und dann, dass bis dann vielleicht verschiedene Besuchern, auch noch Luxusbesuchern gedeckt sind, dann bist du drüber und eigentlich mehr glücklich durch Suchen zu gehen, ist wahrscheinlich schwer. Ja. Privat. Also, ja. Das fand ich auch wahrscheinlich selber richtig, ja. Mhm. Ja, voilà. Okay. Vielleicht ein Thema, wo man noch vergisst. Von denen, die mir abgeschrieben haben. Wo hast du in der Endabswert mal, wenn du geschwärt hast, wo du noch ausfällst, ein bisschen Knowledge spreaden? Nee, das hängt von der Schuhe, von der noch was wissen. Auch von den Sachen, die mir abgeschrieben haben. Also ich bin noch immer mit der Meinung, dass ich an ETF soll investieren. Kannst du ruhig machen. Solange du nicht einmal fährt, wenn die Börse raufgeht und alles raushält. Solange du gewissenhaft immer periodisch weiter investierst, ist das schon keine schlechte Taktik. Ja, so mal denke, was das für Taktik gegeben für zu investieren. Könnt ihr von Solo zum Beispiel so viel so nur ist, dass du all Mond so viel einfach zu dem Zeitpunkt investierst? Ja, periodisch zu investieren, das hängt nur davon auf. Es gibt eine Affinität und Investmentstrategie. Mhm. Also, es gibt so Klassiker wie Bubble Strategy. Da kann ich mittlerweile in alles verwenden. Ein Bubble ist ein Handel, auf Englisch. Das ist zwei Extreme von den Gewichten. Wir stehen an extrem risikoreich Sachen, extrem an Sachen, dann an extrem und extrem niedrigen Risiko. Okay. Das ist zum Beispiel eine Strategie. Eine andere Strategie als Core Satellite Strategie für zu investieren. Ich investiere den an etwas, wo ich ganz überzeugt davon aus, wo ich meint, das ist meine Basis, Investment theoretisch. Ich investiere zum Beispiel 80% von meinen Investitionen an ETF, wo ich so ich meine, da dran gucke ich nicht, das wird eine Performance X und dann meine ich Satelliten rundherum. Ich mache vielleicht ein bisschen Private Equity, ich mache vielleicht Einzelaktien, ein bisschen Spezialsachen, wo ich so ein halt dadurch probiere, eine Surperformance zu generieren. Okay. Oder die Leute, die, das ist auch der Klassiker, die sind an der Pension, die wollen aber ein Revenu durch ihr Portfolio haben. Natürlich, da geht es Growth, das ist ja jung, die investieren in andere Unternehmen, wo ich meine, da gibt es Wolle von Unternehmen, die man höchst gehen. Oder die investiert in andere Unternehmen, die ihre Revenu gehen, durch Dividenden oder an Obligationen, die Coupon aufwerfen, weil ein Pensionär das dann aber trotzdem durch sein Portfolio nicht mehr will, dass das Portfolio mehr groß geht, aber auch will, dass er Revenu durch das Portfolio kriegt. Okay. Das sind nur allgemeine Investment-Theorien, die kann, das ist, wie gesagt, rein theoretisch. Ich habe mir keine Ahnung, wie soll in sich beruhigen lassen. Ja. Am besten. Ja. Gib ich schon so hin. Und immer gut diversifizieren, immer probieren zu verstehen, was ich möchte.
an net irgend engem Hype noläffen an dann als suen an irgendeinen Hype haien. Als die ganz basic Sachen, méi ganz basic Sachen an du hab den Joch selber an investéiert die ganz basic Sachen ze respektéieren, dann dafir dich schon net schlecht op lang do. Ich fand den FOMO stick schwer so extrem da merkt ihr immer selber wenn ihr schon eine Aktie so und lootet oh du musst ich einfach du musst einfach du dabei sein du musst auch ein paar davon profitieren ich will direkt lo meine Mixur verdoppeln dann sind gerade die Sachen die immens gefährlich sind oder oft okay voilà. Dann kommen wir zur Gölle-Froh. Froh was, du hast ab Smartbrust, was du willst verspielen. Ja, ich habe ab Smartbrust, ich habe auch nein, Smartbrust. Also, das könnte etwas. Also, wenn ich das Look kann, irgendwie abblenden. Ja, yeah, wir blenden dann. Vom Artikel. Ein Plant könnte lo. Und zu gewinnen, also, war das froh? Yeah. Froh aus. Was ist der Name von der Pflanze in Zucht? Okay. Ja. Ich war schwer. Ich habe schon viel drüber geschwärzt. Du weißt das, ich weiß den Namen selber nicht. Ich fand immer kein Zuhören. Das wäre ganz gut. Voilà, also der Name von der Pflanze, hoffentlich. Ja. Genau. Ja. Und dann als Preis geht der Sprössling von der Pflanze. Cool. Nice. Voilà. Von dir persönlich gezielt. Von mir persönlich gezielt, ja. Super. Von der Pflanze. Cool. Die ich bei mir hole. Quasi. Da gibt es wahrscheinlich viel Witze, ich würde sagen, ach, Pflanze, das ist. Nee, das ist kein Cannabis-Pflanze. Das war gut. Also, merci für die Nullage, vielmals merci für die Zeit und die Erklärung. Ja, merci, dass du heute aufziehst. Ich hoffe, du hast dir selbst beruhigt und war interessant. Ja. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.